Guti, dann guck ich doch mal. Was bräuchten wir für die da? Stahl. Nee, bräuchten wir für die? Nur Batterien. Das heißt, Akkus könnte ich theoretisch automatisieren. Können sie aber auch selber bauen. Wenn ich sie automatisieren wollen würde, müsste ich Batterien von da nach hier unten bekommen. Was eigentlich recht gut ginge. Ich könnte es einfach auf die andere Seite von dem Fließband hier machen. Ja, und dann bräuchte ich noch Eisen, was wir hier hätten. Also wenn ich hier irgendwo eine Fabrik hinhauen würde, was recht komisch aussieht, könnte es gehen. Ich teste mal. Bau mal hier eine blaue Fabrik oder zwei. Brech die ganz kurz ab. Bau sie da hinten wieder dran. So. Da zum Beispiel. Dann hätten wir hier eine... Geht nicht. Okay, anders. Mist. Ja, ich könnte das theoretisch irgendwie hinwuseln. Frage ist nur, will ich das wirklich automatisieren? Weil eigentlich wären die Solarpanels wichtiger zu automatisieren. Dafür bräuchte ich allerdings Stahl. Und dann müsste ich den Stahl von hier unten... Was brauchen wir noch? Ja. Den Stahl von da unten hier hinbekommen. Das ist ja echt nicht weit. Das geht sogar. Dich hatte ich auch nicht beschränkt, ne? Ja, habe ich. Es gab Besorgnisse in den Kommentaren, dass ich mein ganzes schönes Eisen jetzt zu Stahl verballern und dann immer kein Eisen mehr habe. Aber das sollte eigentlich nicht passieren können wegen Beschränkungen. Es könnte allerdings jetzt passieren, wenn ich das wirklich weiterleite. Ich glaube, ich mache das auch. Weil Strom, ne, ist immer ein Thema. Bei all meinen Projekten, bei allen Spielen, also auch bei Planet Base zum Beispiel, habe ich doch immer mal wieder Stromprobleme. Und das ist ärgerlich. Das heißt, ich mache dich hier hoch. Da unterirdisch irgendwo durch. Kann schon mal ein Ärmchen haben. So. Und dann von hier aus da irgendwo hin. Und dann setzen wir hier einfach eine Fabrik hin, die das macht. Eine Fabrik sollte auch nicht so viele Ressourcen fressen. Das haut dann schon hin. Mehr Fließbänder. So. Also irgendwie hier hin und dann... Da eine Fabrik, die kriegt dann sowohl Stahl als auch grüne Chips als auch Kupfer. Und du stellst bitte her. Ta-ta-ta-ta. Die Dinger. Und die tust du dann in eine rote Kiste, damit wir theoretisch später ein Blueprint haben können von Solarpanels. Und dann wird es auch automatisch gesetzt von den Robotern. Deswegen wäre es echt cool, wenn wir jetzt auch noch die Akkus hätten. Achso, beschränken. So, 2-6 erstmal. Also wenn wir dann Solarpanels und Akkus hätten, dann können die einfach hier vom Blueprint machen und das dann mal Copy-Paste, überall hin bappen. Dann haben wir echt keine Stromprobleme mehr, wenn denn die Metalle so lange halten. Was ich irgendwie bezweifle. Ja, komm. Ist das mal eine Wuselfolge? Das heißt, ich versuche das jetzt hinzubekommen, die Batterien auf die Fließbandseite zu bekommen und dann irgendwie das hier hinzukriegseln. Dass er von da drüben das Eisen nehmen kann. Genau. Von drüben das Eisen. Was aber ja echt nicht so schlimm ist. Ich mache einfach einen Splitter irgendwo hin. Ja, machen wir einen Splitter. Nein, da kommt das Kupfer auch, ne? Das Kupfer brauche ich gar nicht. Nee, okay, nimm... Einfach ein unterirdisches Ding. Mach einfach hier so. Dum, dum, dum. Dann haben wir hier einen Durchgang, das heißt, hier können wir dann ein intelligentes Ärmchen nehmen, das nur Eisen rausnimmt. Du nimm immer Eisen. Tu es hier auf Fließband. Und dann kommt das. Ja, stell dich nicht so an, mach es aber dann nach oben. So. Gut. Also du kriegst von da Eisen, von da Batterien und du tust da in eine rote Kiste, die wir gerade nicht haben. Genau, eine rote Kiste, die wir gerade nicht haben, die wir auch auf 2 beschränken. Das hin und du baust bitte Akkus. So, jetzt die Batterien darauf poppen und hier für ein bisschen Licht sorgen. Ah. Das ist ein wichtiges Gebäudekonstrukt. Du brauchst Licht.
Batterien. Batterien, 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 Batterien. Da. Batterien von da hinten da drauf. Ich mache das, glaube ich, hier rum. Oder mit so einem ultralangen Ding. Nimm mal ultralanges Ding. Tu ultralanges Ding mal hier hin. Da hätten wir gar kein ultralanges gebraucht, aber was soll's. So, du. Da, da. Leg dich bitte da rein. Was fehlt dir? Schwefelsäure. Achso, irgendein Tank ist wieder voll. Hm? Ja. Das Cracking haben wir noch nicht erforscht, oder? Nein. Mach mal. Und dann hätte ich hier eigentlich ganz gerne eine Chemical Plant oder mehrere Chemical Plants für Fuel Blocks. Ich mach das mal. Ist jetzt ein bisschen weit weg, wo ich jetzt hingehe. Aber wir haben halt nicht wirklich viel Platz. Das heißt, hier hätte ich die gerne. Bau hier bitte zwei Chemical Plants. Einmal für nur für Leichtöl. Also ein Schweröl zu Leichtöl und ein Leichtöl zu Fuelblock. Das wäre der Plan. Achso, und Strom vorher wäre ganz nett. Was? Geht doch auf, okay. Ich wollte schon meckern. So. Also es kommt von unten. Ich habe hier ein bisschen Platz, damit das Ganze auch einigermaßen aufgeht. Das heißt, du wandelst bitte... Nee, du machst direkt von Leichtöl zu Fuelblock. Das heißt, hier kann schon mal das von da unten hin. Brauche ich nur wieder ganz viele Rohre. So. Rohr. Ich brauche Eisen. Hier habe ich allerdings kein Eisen. Es wird hier alles extra abtransportiert. Was übrigens nicht mehr so voll ist hier alles. Halt die ersten leer gefressen sind, okay. Ja, komm. Ist ein wenig Verschwendung, das ohne Grinder zu machen. Aber noch haut das einigermaßen hin. Hier. Und wie ich jetzt schon recht häufig erwähnt habe, sind hier noch genug Eisenfelder. Also beim Eisen habe ich kein Problem, das ohne Grinder zu machen. Beim Kupfer eher weniger. Sind die Rohre fertig? Bau mehr Rohre. Hier, gib mir das eine Stahlding. So. Rohr. Rohr von hier nach da. Dann von da nach oben irgendwo. So, ihr könnt mal raus. Rupp. Wo ist mein Untergrundrohr? Da ist mein Untergrundrohr. Sehr schön. Dumm. Super. Du. Tu dich auch schon mal eine rote Kiste. Auch wenn das viel zu viele Roboter brauchen wird, das irgendwo hinzufliegen. Und wir werden wahrscheinlich eh noch mehr Chemical Plants brauchen. Ja, bau schon mal so viel Eisen. Oder Zahnräder. Hier hatten wir irgendwo eine Zahnradkiste noch vor Äonen rumstehen. Oder? So viel Gedöns hier rumstehen. Mal eben 10.000 Eisen oder so gefunden. Ist doch auch schön. Bau. Dinge. Ich habe die nur gesetzt, damit ich Platz habe. Du. Mal bauen wir es hier nochmal ein Ticken. Enger alles. So. Ja, Doppel- und Dreifachleitung. So, das ist doch schon eher was. Also Shift rechts, Shift links, Shift links. Gut. So, brauchen wir auch mehr Kisten. Zing. Irgendwo wird irgendwas angegriffen. Türme schießen, alles gut. So, Leichtöl ist kein Problem mehr. Jetzt bräuchte ich theoretisch... Das müsste die Forschung fertig werden. Zweimal Schweröl... Macht ein Fuelblock. Ich kann aber ein Schweröl zu zwei. Also ja, das ist absolut doof, Schweröl direkt zu verarbeiten. Das heißt. Ich müsste hier eigentlich zwei Dinger hinbappen, die dann aus Schweröl Leichtöl machen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen zu eng, oder? Ja, wobei ich keine Untergrunddinger nehmen, wenn ich davon denn noch welche hätte.
So. Dann mach das bitte mal von hier nach da, damit ich hier die Ausgänge ordentlich machen kann. Nämlich von da nach da. Schweröl. Ja. Ich glaube, ich mache das hier oben rum über das Kohlefeld. Ja. Untergrundrohr, 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 ganz viele Pipes. So, bau dich von da nach hier irgendwo, von da nach da. Und den Rest können wir so machen. Überirdisch. So, du kannst noch nicht splitten, aber du wirst es später können. Bau bitte noch eine Camp geplant. Wo? Ist in Arbeit? Da. Setz dich ein, zwei Felder weiter vor. Das geht immer noch auf. Okay. Und dann verbinde dich mit dem. Ja. Okay, okay. Alles gut. Und das könnte ich jetzt theoretisch schon auf irgendwelche Fließbänder schmeißen. Also zum Beispiel hier hinten hin. Oh, ich könnte es auch gleich automatisieren. Ich brauche ja gar nicht mit Robotern das zu machen. Aber so, so, so. Ich werde wieder mehr Fließbänder brauchen, das weiß ich jetzt schon. So. Fließbänder da. Zock, 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 zock. Und bopp das Ding einfach an das Fließband daran. So. Das wird zu leichten Unterbrechungen führen, weil halt manche von den Boilern Kohle drin haben und dann erst, wenn die Kohle einmal komplett leer ist, sie die Fuelblocks annehmen können. Aber das kann ich ja von Hand quasi machen, dass sie zuerst Fuelblocks verbrauchen und nur wenn keine Fuelblocks da sind. Also ja, es wird holprig. Aber ich kann noch nicht komplett umstellen auf Fuelblocks, oder? Sieht eigentlich recht gut aus, gerade. Oh, du hast gar keine Anbindung. Besser. Was mit dir? Alle am Arbeiten. Ich hab mal ganz kurz. Ich teste, ob die Fuelblocks reichen, um das hinten alles aufzufüllen. Das heißt, ich müsste hier alles an Kohle rausschnabulieren. Oder es einfach verbrauchen lassen. Hört. So, keine Kohle mehr dabei. Jo, ich lasse jetzt einfach so laufen und hoffe, dass dann irgendwann die Kohle alle ist verbraucht und dann wird automatisch die Fuelbox nachgelegt und bis dahin haben wir einen groß genügenden Puffer an Kohle. Und ich brauche was zu essen, trinken und atmen. Lauf! Was ich jetzt mit der Kohle im Inventar mache, weiß ich nicht. Ich bin eh total überladen mit Krams, den ich gar nicht wirklich brauche. Hier, nimm Dinge. Es fängt schon an, oder? Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Roboter auf einem Bildschirm. Das ist ein guter Anfang. Also ja, sie bleiben sehr lange auf diesem einen Bildschirm, weil sie halt irre lahm sind. Aber es wären 12 Roboter. So, alles gut? Nee, wo ist mein Sauerstoff? Sauerstofftank ist leer. Kann das Ding nochmal weg. Du hast noch eine Menge Wasser. Essen ist ebenfalls leer. Du kriegst ein bisschen Money, so. Schaut's bei euch aus? Sauerstoff ist okay, Biomasse ist meh, Wasser ist geht so. Ja, ich muss wieder zwischendurch ein paar Fische fangen. Komm her. Hab's. Ich hoffe mal, die respawnen und ich überfische nicht gerade meinen kleinen See. Sieht so putzig aus. Krieg. Hier, Meister, ein Steuerchip. Hier, Meister, ein Stahlträger. Ja, das ist die perfekte Roboterstimme für so ein Ding. Nicht wirklich. Was wollte ich tun? Ich wollte ausmisten. Ich wollte Biomasse reinschmeißen. Ich wollte mein Wasser überfischen. Und ich... Genau, ich kann ja mal gucken. Oh. Eigentlich wollte ich die Batterien umleiten. Vor einer Folge oder so. Dann habe ich mich ablenken lassen von was? Von den Fuelblocks. Hi.
Genau, das Ding musste einfach nur angeschlossen werden. Dann wären wir fertig gewesen. Aber nein. So. Batterien gehen runter. Akkus werden automatisch hergestellt. Schön. Fuel Blocks sehen immer noch super aus. Wird ja schon das erste verbraucht. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Kohle weggeht. Oh, sehr schnell. Also ja, Kohle war eben noch bis oben hoch. Jetzt ist es schon durch. Das heißt, die ersten Boiler werden gleich auf Fuel Blocks umsteigen.